So, dann lauft mal schön weg. Beziehungsweise zieht euch taktisch zurück. Das trifft es ja wohl eher. Und dann... Was machen wir dann? Also eigentlich würde ich ganz gerne die Fallen alle einmal auswechseln. Aber wir haben ja gesehen, dass die Goblins hier durchschießen können. Wenn auch nicht sehr erfolgreich. Auch wenn ich sehr gerne mal den Winkel wissen würde, wie man von hier da einen Bolzen hinschießt. Also der Bolzen müsste so geflogen sein. Da gegen die Wand, da einmal abgeprallt, dagegen und dann dahin geflogen. So ein bisschen wie die Kennedy-Kugel. Aber na gut, das können wir also nicht machen. Das heißt, Brücke einfach runter. A, P. Das war nicht die Brücke. Aber das können wir auch wieder aktivieren, ja. Das hier ist die Brücke. Also mit dem linken fahren wir die Floodgate da unten runter. Und mit dem rechten die Brücke. Und da kommt auch schon der erste an. Sehr gut. Miliz sammelt sich wieder. 5 Mann, das müsste eigentlich reichen. Der Haken ist nur, dass es jetzt Bogenschützen sind. Und sehr, sehr viele Bogenschützen. Das heißt, die können schießen, bevor wir rankommen. Also ziehen wir uns erstmal noch weiter zurück. M. Bitte. Ruhig hier oben, da ist schön viel Platz. So. Sonst sehe ich den ersten gleich schon wieder loslaufen und das Ganze im Alleingang machen. Das wäre nicht so toll. Und ich habe die Trolle vergessen. Gut, die Trolle laufen jetzt hoffentlich in die Fallen rein. Und zerlegen nicht unsere Brücke. Gut, Floodgates werden aufgehoben. So. Falle, Falle, Falle. Falle, 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 Falle. Wow, die gehen hier echt gnadenlos vor. Sehr schön. Also wir haben nur noch 5 Bogenschützen. Der komische Meisterauspeitscher ist auch reingetappt. Und wir lassen die Brücke mal wieder runter. Dann dürften die Trolle hoffentlich wieder runterfallen. Und wir können die Bogenschützen im Nahkampf erledigen. Das wäre echt schick. Komm, 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 komm. Mach den Schalter da. Ah, Jahreszeitenwechsel. Okay. Das dauert jetzt ein bisschen. Gott sei Dank haben wir keinen so einen harten Winter hier, wo das ganze Wasser einfriert. Das kann teilweise zu echt üblen Problemen führen. Also wenn irgendein Zwerg gerade am Schwimmen ist und dann blitzartig alles gefriert. Aber nee, wir haben eh Frühling. So, jetzt Schalter drücken, bitte. Irgendjemand? Was mit dir? Bist du verletzt? Warum bist du in der Krankenstation? Schläfst du da einfach nur? Nö, du bist ohnmächtig. Ja, okay, nach dem harten Kampf ist auch zu verstehen. Irgendein Mason ist weiter am Basteln. Ein Kind ist erwachsen geworden. Trotzdem hätten wir ganz gerne, dass die Brücke jetzt runterkommt. Na gut, ein Schmied macht sich dran. Und... Flop, alle weg. Sehr gut. Also, wir schicken jetzt unseren Trupp hier hin, dass er sich hier erstmal sammelt. Und danach machen wir einen Angriffsbefehl. Ich hoffe einfach mal, dass die Goblins uns nicht sehen, bevor wir hier an der Ecke sind. Und dann sind wir ja quasi schon fast dran. Es wäre unfair, wenn sie wüssten, dass wir kommen, weil der direkte Weg halt hier schon wäre. Also, ja, das wäre echt unfair. Aber gucken wir mal, wie die Spielmechanik da so ist. Also S, Shift A, M, bitte erstmal dahin. Und gucken. Es sollten mindestens 4 sein. So, da ist, glaube ich, gerade wieder einer in die Falle getappt. Da sind es nur noch 3 Gegner. Und du bist viel zu schnell. Wer bist du? Zück 70 Enten. Ja. Das macht sich nicht immer bezahlt, so schnell zu sein. Aber die laufen ja einigermaßen geballt vor. Wir haben hier 7 Zwerge. Ja, die 7 Zwerge machen jetzt die Goblins platt. Also, S, Shift A, M, mitten rein. Da müsstet ihr eigentlich automatisch anfangen zu kämpfen. So. Zug 70N wird vorlaufen. Pause. Jo, und ist schon mitten im Kampf. Gucken wir mal. Jo. Oh, da blinkt einer weiß mit dem Kreuz. Ohnmächtig linker Oberarm. Durchschossen anscheinend. Nereos. Gucken wir mal bei Nereos. Fullop, Goblins, Nereos. Da.
Der fliegende Silberpfeil trifft Nereus in den linken Oberarm, trifft den Knochen und ein Tendon has been torn. Ist das kein Muskel? Was ist es denn, wenn es kein Muskel ist? Nerv ist es auch nicht. Tendon. Na gut, irgendjemand wird es mir in den Kommentaren schon sagen. Er verliert den Griff an sein Kupferschild und wird ohnmächtig. Na gut, sei es ihm gegönnt. Wir gucken mal, wie der Kampf weitergeht. Aber ich denke mal, das dürfte recht gut für unsere Zwerge ausgehen. Irgendein Goblin haut da auf unseren angeschlagenen Nereus. Ja, Oberkörper wird angeschlagen. Die restlichen Zwerge scheinen alle unverletzt zu sein. Ja. Und alle Goblins tot. Sehr schön. Ich bin jetzt glatt versucht, die Trolle reinzulassen. Aber nee, wir sollten nichts riskieren. Also, Shift A, M, wieder ganz zurück. Dann sagen wir mal dahin. Nereus wird hoffentlich abtransportiert von irgendjemandem. Nee, wird er nicht, weil wir den Barrel-Befehl anhaben. Okay. M-A. Inside-Befehl aufheben. Weiterlaufen lassen. Da kommt jetzt hoffentlich irgendjemand. Und auch die ganzen Mechaniker, die die Käfige abholen und neu aufstellen. Das können wir jetzt ja auch machen, weil keine Pfeilgoblins mehr da sind. Und ich sehe gerade, die Vile Force of Darkness wird hier oben gar nicht mehr angezeigt. Also noch eine Belagerung, die wir erfolgreich überstanden haben. Sehr schön. Dann heben wir nochmal ganz kurz den Befehl hier auf. Dass die Jungs hier ein wenig erholen können. Und die Trolle im Burggraben ignorieren wir, weil sie gar nicht mehr da sind. Oh, die sind einfach weggelaufen. Schade eigentlich. So ein 6er-Trupp Trolle im Burggraben hat doch schon fast was. Ich guck mal auf die Einheitenliste. Nö. Wir haben nur noch Gefangene. Und einen Geisterlug. Den da. Ein Geisterlug. Sehr schön. Die sind einfach geflohen. Komische Trolle. Aber na gut, das war auf jeden Fall sehr, sehr gutes Training für unsere Miliz, denke ich mal. Dürfte auch schön die Skills gepusht haben, die sie im Danger Room nicht trainieren können. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass die beiden hier soweit überstehen. Lieber Friesel ist durstig. Hier ist nichts Großartiges. Da ist noch ein toter Kobold. Ja, Nereus wird der Haken sein. Ich guck mal ganz kurz, wie diese Oberkörperwunde zustande kam. Hier. Er ist ohnmächtig geworden. Oh, ein Kupferpfeil trifft Nereus den Oberkörper. Durch die Kupferbrustplatte. Oh, das ist gar nicht gut. Ein Muskel wurde ist nicht zerrt. Tearing ist aufreißen. Ein Muskel wurde aufgerissen. Und die linke Lunge wurde getroffen. Mir wurde durchstoßen. Und Nereus hat Probleme mit dem Atmen. Ja, das kann ich verstehen, wenn so ein Kupferpfeil in der Lunge steckt. Oh, weia. Also da wird auf jeden Fall operiert werden müssen. Ich hoffe mal, unser Arzt hat alles dafür. Also ja, das könnte sein, dass er stirbt. Profession. Nee, ich will wissen, was du bist ein Skilled Hammer Dwarf, Competent Shield User, Dabbling Armor User. Ein legendärer Stoffverarbeiter. Okay. Aber er ist keiner von den richtig guten Milizionären. Wahrscheinlich mit einem Grund, warum er überhaupt so viel Schaden genommen hat. Das heißt, es wäre nicht so schlimm, wenn er stirbt. No. Also klar, es ist schade, wenn ein legendärer Close hier stirbt. Aber ich will ja eh nicht, dass die Handwerksberufe auf irgendwelchen Nahkämpfern sind. Jo, hier vorne im Eingangsbereich wird alles aufgeräumt. Das ist soweit okay. Äh.
Alkohol, Essen sieht gut aus. Das Holz wurde jetzt auch alles zugeordnet. Das heißt, wir machen mal die B, Ö, F und verbieten die ganzen Holzsorten. So. Und die hier kurzfristig, nein, nicht meinen, D, B, F. Die hier kurzfristig auch. Und jetzt erteilen wir einen Befehl, um Kohle herzustellen. Dann müssten die ganzen überschüssigen Holzsorten eigentlich alle weiterverarbeitet werden zu Kohle. Also, make Charcoal. Sagen wir mal 20. Ich weiß nicht, ob so viel Holz überhaupt da ist, aber könnte hinhauen. Sehr gut. Wie schaut es mit den Steinen aus? Oh, das sieht doch gleich viel besser aus. Auch wenn die Stockpile nicht reichen. Und ich sehe hier Orangene, die eigentlich da oben hin müssten, andersrum. Das können wir jetzt... Also wir können es ignorieren, wir können einfach die Stockpiles ausbauen oder wir verarbeiten einfach alles zu Kinkerlitzchen. Ich glaube, wir machen es lieber mit den Kinkerlitzchen, dann haben die Leute auch ein bisschen was zu tun. Craftstores Workshop. So, du gib einem Workshop, dem da. Dieser Workshop wird jetzt nur mit Chert arbeiten. Haben wir Chert als Stein erlaubt? Wahrscheinlich nicht. Achso, andere Steine erstmal auswählen. Chert und kein Granit. Machen wir es einfach so rum. Das heißt, wir heben jetzt doch das hier wieder auf, D. Und das heißt, wir werden ab jetzt nur noch Chert als Steine gebraucht. Das heißt, wir sollten auch hier die Befehle einmal kurz aufheben. Remove, remove, remove. Damit keine Möbel aus Chert hergestellt werden. Und geben jetzt allen Crafts Dwarfs Workshop einfach Kinkelitzchen-Befehle. Du machst bitte Stein. Craft ist okay. Du machst bitte Max ist okay. Du machst bitte Instrumente. Okay. So. Und so müssten eigentlich recht schnell die Steine, die hier noch rumliegen, nach und nach verarbeitet werden. Gut, gut. Was haben wir noch? Also ja, das gleiche müssten wir eigentlich mit Carol Need auch noch machen. Aber das kann warten. Irgendwas Neues von dem Zwerg? Unten? Nö. Was sagt unser Helds-Bildschirm? Irgendwo müsste jetzt gleich ganz viel Rot auftauchen. Oder auch nicht. Nanu? Wir haben hier was bei einem Mason, bei einem Howler. Hier haben wir was. Diagnose wird angefordert. Das könnte ja sein. Nereus. Und BR. Enter. Er hat Probleme mit dem Atmen. Und seine Fähigkeit, etwas zu greifen, ist beeinträchtigt, weil halt sein rechter Oberarm getroffen wurde. Das heißt, er hat noch nicht mal einen Doktor ihn angeguckt. Das ist nicht gut. Was macht er die ganze Zeit? Wir haben noch extra zwei Doktoren. Wehe, der stirbt jetzt wegen sowas. Das wäre echt nicht toll. Schaut mir den Käfigen aus. Hier unten sind sie noch lange dabei, die alle zu ersetzen. Wie schaut es oben aus mit Platz? Definitiv langsam Platzprobleme. Ja, ich denke, in der nächsten Folge werden wir erstmal alle Waffen hier rausschmeißen, alle Rüstungen. Und danach müssen wir uns echt dran machen, die alle umzubringen. Am besten so, dass die Miliz noch ein bisschen was lernt. Also in irgendeiner Arena. Boah, das klingt nach einem Plan. Aber jetzt erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder.